Hallo Leute und herzlich willkommen zurück hier bei Bloodstained Ritual of the Night. Wie gesagt, wir sind hier exakt dort, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Wir sind zurück vom Termin und dementsprechend kann ich jetzt hier weiter versuchen, einen Weg zu finden. Was bist du denn? Ein Einhorn. Au, böses Einhorn. Okay, das böse Einhorn ist böse. Gut, hätten wir das auch geklärt. Dojo-Mann? Ja, Soko von mir aus. Ob Soko oder Dojo. Oh Gott. Oh Gott, was war das denn gerade? Oh, auf jeden Fall die hier. Okay. Aha. Wo zieht der denn hin? Kommst du runter? Ich glaube, sie kommt nicht runter. Oh, nice. TP Max. Hallo. Viech. Okay. Äpfel. Lecker. Ah, guck mal, jetzt haben wir das hier unten befreit. Ich verstehe. Ich verstehe, was passiert ist. Okay, der ist auch down. Die Viecher sterben im laufenden Band, dadurch, dass wir unsere Bildchen ausgerüstet haben. Das ist super. Ja, und da drüben ist halt so die Sache. Kommen wir nicht hin. Da kommen wir leider absolut nicht hin. Naja gut, dann würde ich sagen, bleiben wir erstmal unten. Oder wir gehen nach oben. Ich bin unsicher. Aber das war ein schöner Doppelkill. Au. Ah, ich bin aus Stein, okay. Nee, es ist ein bisschen wenig Platz hier. Okay, so. Also, es hat nicht so wirklich viel Unterschied gemacht, ob wir jetzt nach oben oder nach unten gegangen wären. Wie ich feststellen muss. Na gut. Da sind irgendwie Gegner drin, die wir besiegen müssen. Ich weiß allerdings nicht, welche. Moin! Warum schlägt sie manchmal so schnell hintereinander? Das frage ich mich halt wirklich. Weil ich habe das Gefühl, das ist eine Spezialfähigkeit, die ich zwar habe, aber nicht kenne. Wisst ihr, was ich meine? Springende Schlange. Okay. Oh, ein Speicherraum. Das gefällt mir. Endlich wieder speichern. Muss mal ganz kurz schauen. Ja, passt alles. Okay. Dojo-Mann? Au. Nicht so gut gelaufen, aber es ist in Ordnung. Muss auch nicht immer perfekt sein. Okay. Bossgegner. Ich glaube, hier sind wir richtig. Ja, wir müssen den Vorhang lüften. Das wird wahrscheinlich die Vampirin sein. Ich glaube, ja. Sie ist schon irgendwie cool. Aber was haben wir gelernt? Au, Alter! Damit habe ich nicht gerechnet. Damit habe ich absolut nicht gerechnet. Au. Weg mit euch. Auf die Fresse!
Nein! Au, Alter! Du bist ja ein Miststück! Was für ein Miststück du bist! Alter! Ja, da erwischt sie uns immer wieder. Boah, das ist einer der seltenen Kämpfe, der seltenen Momente, wo ich mal wieder was zum Heilen brauche. Ja. Aufs Maul! Ich nehme noch was. Sorry. Ist mir so sicherer. Boah, sie hielt sich, die blöde Mistkuh. Aber das wurde uns ja gesagt. Alter. Na klar. Easy. Okay. Au. Ja, ich bin jetzt tot. Probiere ich gleich nochmal. Ja, das war's. Okay, sie ist übel. Sie ist echt übel. Okay, Game over. Na gut, gegen die verliere ich gerne. Die ist cool. Wenn die Gegner gut gemacht sind, kann man gegen die auch mal verlieren. Und ich glaube, sie hat sich da echt kurz vorm Tode geheilt. Vielleicht muss man da einfach drauf bolzen, wenn sie die Attacke macht. Ich habe ja versucht auszuweichen, falls ihr das mitbekommen habt, aber geklappt hat das nicht so ganz. Das habt ihr wahrscheinlich mitbekommen, dass es nicht geklappt hat. Na gut. Dann Versuch Nummer 2. Kriegen wir hin. Irgendwie, hoffentlich. ich mach schon mal das hier. Und dann holen wir die Frau mal da raus. Nein. Das lasse ich nicht nochmal mit mir machen. Hau, da wollte ich gerade ausweichen, hat aber nicht geklappt. Nein. Hör auf damit. Nein. Nein. Aua. Okay. Was machst du denn? Nein, hör auf mit dem Scheiß. Lass diesen Mist. Nein. Fängt sie mit dem Scheiß an. Sie snackt sich alles Blut, was wir verloren haben, um sich wieder aufzuheilen. Die blöde Schnepfe. Ja, ich meine dich, blöde Schnepfe. Okay, probieren wir nochmal mit dem Heiltrank. Nein. Du machst kein Shimimasai. Nein. Auf die Fresse, du blöde Olle. Nein. Ja, ich sag nein. Dass sie andauernd durch einen durchhüpfen muss. Ich könnte mir so viel Schadenspunkte ersparen, wenn sie nicht immer durch mich durchhüpfen würde. Komm, ich fress mal ein Rührei. Komm, Biscuits. Au, ich wollte gerade ausweichen. Nein, was tut sie denn jetzt? Das ist neu. Oh Gott! Alter! Hilfe! Hilfe! Nein! Oh Gott sei Dank! Druckverband. Errungenschaft. Boah, das ist übel! Blutstrahl. Observiere das Blut von Feinden in der Nähe, um deine Gesundheit wiederherzustellen. Boah, die war übel. Okay. War ein cooler Kampf. Muss ich sagen. Die ist cool. Da war ein cooler Gegner. So, ja, Soko, du stirbst auch. Düsterer Lumpen.
So, das verdient jetzt erstmal zu speichern. Puh, ich bin ein bisschen stolz auf mich, auch wenn das nicht ganz so atemberaubend war, würde ich jetzt sagen. Wie man es vielleicht hätte machen können. Aber hey. Torada. Oder Torada? Ich weiß es nicht, wie man es ausspricht, aber anscheinend haben wir gerade eine Schusswaffe bekommen. Wisst ihr, was wir mal machen können? Es ist so lange her, dass ich mal hier geschaut habe. Ein verzaubertes Schwert, das noch stärker werden kann. Schwerter 29. 31 mit Blutbringer haben wir. Nee. Alles nix so krasses. Und hier haben wir das Honebami. Achso, jetzt stimmt, das war das Katana. Nee. Das ist das Beste, was wir in letzter Zeit bekommen haben, aber das ist leider nicht gut genug. Aber hier können wir vielleicht was finden. Donnerdiadem. Mehr Verteidigung, mehr Initiative. Weniger Angriff und weniger Geist. Nee, ich lasse das mal mit dem Ding. Hätten wir mehr Initiative. Schutz vor Fluch. Können wir auch vergessen. Hier vielleicht irgendwas. Silberner Machtring. Ein Angriff mehr, aber wesentlich weniger Verteidigung. Taschendiebstahlring. Öfter Gold. Nee, alles nix, was man brauchen würde. Okay. So, beim nächsten Teleporte-Dings würde ich aber tatsächlich mal am besten die... Und so. Uns zurückporten, roter Regenschirm. Das kann ich vielleicht nochmal gucken. Uns zurückporten und dann mal schauen, was wir so machen können. Ist genau dasselbe wie Blutbringer. Da bleibe ich beim Blutbringer. Genau, dann einfach mal zum Alchemisten schauen. Wo sind wir jetzt gelandet? Warum sind wir hier? Okay, also wir haben die Vampiren jetzt besiegt. Wir können uns mit Blut heilen. Aber was Ah, ich glaube, ich weiß, wo wir jetzt hin müssen. Ich glaube, ich weiß, wo wir jetzt hin müssen. Au, das war nicht so klug. Ich glaube, wir müssen jetzt das Blut in dem Blutbrunnen aufsaugen. Deswegen gehen wir jetzt hier nach rechts, dann nach unten rechts, unten, unten links. Okay. Dann machen wir das. Nein, böse. Ich frage mich immer noch, was ihr könnt. Außer sterben. Nein. Au. Okay. Ja, ja, ich glaube, das ist es tatsächlich, was wir machen müssen. Den Blutbrunnen ausleeren. So, der ist auch weg. Das gehört uns. Au, das hat nicht so gut geklappt. Was sollt ihr Scheiß denn? Dosho! Okay. Von mir aus, mach was du willst. Ah. Flo! Und einmal wegporten. Aber wie gesagt, ich gehe erstmal ins Quartier. Ist wohl besser so. Einfach mal gucken, manchmal gibt es hier Neuigkeiten. Die uns die Leute erzählen. Ah, okay. Keine Fledermaus für uns. Wir können die Quest abgeben. Vielleicht können wir noch eine neue Brigantine basteln. Würde mir gefallen. So. Den haben wir gerecht. Kriegen da was 10er Stahl. Und wir müssen neue Leute retten. Ikure-sai! Lebende Fossilien. Und Lamachu. Keine Ahnung. Na gut. Hi, Kumpel. Wir speichern ja, später, ne? So, Scherben aufwerten. Monsterblut. Okay, nee, das machen wir nicht. Wir haben das Begrüßungskomitee, was wir jetzt weiter verbessern können. Und das würde ich auch direkt nochmal machen.
Weil das benutzen wir schon ziemlich häufig. Sonst können wir nicht, ne? Vertrauter silberner Ritter. Talion. Dullahan-Hammerkopf. Feenflügel haben wir nicht. Und heiliger Schatten. Ach so, das war das. Ja, Reflektorstrahl. Rinderfeder. Keine Ahnung. Vielleicht muss ich das mal googeln. Langschwert und Pelekus bräuchten wir immer noch. Vielleicht wäre das mal eine Idee. Und Schwertstück, keine Ahnung, wo wir die Dinger herkriegen sollen. Keine Ahnung. Na gut, dann gucken wir mal, was wir hier so fertigen können. Wir haben... Ja, den Pelekus könnten wir nochmal basteln. Speer. Degen, Schwert. Was haben wir da? Groteske Schale und Kristall haben wir nicht. Das Schwertstück haben wir auch nicht. Das ist geil. Hoffut. Und dunkle Materie haben wir auch nicht. Orakelklinge. Eine verbesserte fliegende Klinge. Okay, das wäre wahrscheinlich ganz cool. Pelekus Mahagoni. Und hier brauchen wir Gram für. Okay. Okay. Ich glaube, ich sollte mich nicht darauf verlassen, dass wir da... Ja, und so, ne? Ihr wisst, was ich meine. Ja, Blutschleifer höchstens, aber... So, ich mache hier mal die Tränke. Ich mache hier mal noch einen Trank draus. Kann nur von Karabosse benutzt werden. Also vielleicht sollte man zwischenzeitlich mal seinen Begleiter wechseln, damit man die Dinger dann benutzen kann. Aber ich weiß nicht, ob das überhaupt so funktionieren würde. Ja. Bringt uns im Prinzip alles nicht so viel, leider. Schießpulver können wir auseinandernehmen zu Schwefel und Salpeter. Hurra! Ulfbert könnten wir auseinandernehmen. HP für Ulfbert. Morgenstern. Ach, wir haben aber auch nur ein Alka-Hest. Selbst wenn, bringt uns das alles nichts, weil wir es nicht auseinandernehmen können. Kompliziert, sage ich mal. Kompliziert. Pest. Höllenrossruf, Drachenschuppe, Ringtrank, Heiltrank, Weihwasser. Boah. Ja, es, Schützenschal. Was haben wir sonst noch so? Hanf, Lilischwanz, Feenflügel. Etwas Mysteriöses an sich hat. Der dich bestimmt zum Hüpfen bringt. Häschenstrahl. Schal. Hm. Ringe. Aber die Brigandine kann ich immer noch nicht herstellen, ne? Nein, natürlich nicht. Warum auch? Ich hätte ihn nie verkaufen dürfen, ehrlich nicht. Scheiße. Ritterharnisch. Das könnte halt was sein, ne? Rein theoretisch. Macht einen Angriff weniger. Macht 4 Verteidigungen. Ich glaube, das sollte ich auch mal machen. Okay. Ja, ich glaube, das war ganz gut. Okay, er hat auch nichts Neues zu sagen. Equipment. Polonaise. Na schön. Dann gucken wir hier drüben nochmal hin. Ich vertraue dir nicht, Dominik. Ich vertraue dir trotzdem nicht, Dominik. Rabattkarte. Damit kannst du Gegenstände günstiger kaufen. Kostet aber 100.000. So viel Geld habe ich nicht. Parierdolch. Hoffut. 19.000. Shedda. Das wäre halt schon geil, ne? Das wäre schon ein großer Unterschied. Krone der Schöpfung. Nutzt Gold, um Schaden zu reduzieren. Reitet auf einem strählernden Pferd, um ein fernes Königreich zu erobern. Was zur Hölle? Okay.
Ich glaube, das hier sollte ich mir mal kaufen. Das kostet nur 3000. Bei dir kann ich auch keine Brigandine kaufen. Das ist doch kacke hier. Das brauchen wir alles nicht. Ja, gut, ne? Kaufe ich mir das oder kaufe ich mir das nicht? Die Kraft des Eises, komm, ich kaufe mir den jetzt einfach. Ist mir jetzt egal. Ist mir jetzt alles egal. Wir haben jetzt den Shader ausgerüstet. Da muss ich einmal die Tastenkürzel und muss hier bearbeiten den Shader. Das sind nochmal 9 Angriffspunkte mehr. Das ist, glaube ich, wirklich ganz gut. So, und dann einmal die Federkrone weg und die Baskenmütze des Mutes auf. Oma braucht Pizza. Pizza haben wir nicht. Für da draußen brauchen wir... Ja, ich könnte hier höchstens einmal unseren Weizen ernten. Ah, nee, es war Mais. Okay, hier. Aber mehr können wir leider nicht anfangen. Naja, gut. Wir haben jetzt ein Eisschwert. Das ist auch schon mal cool. Würde ich sagen. Boah, speichern. Yes. Okay. Dann. Bin ich gerade mal überlegen. Ja. Ich glaube, wir müssen zu diesem Blutbrunnen, um den auszusaugen. Da bin ich fest überzeugt, dass wir zu dem müssen. Weil jetzt, wo wir diese Blutfähigkeit haben, das ist das Einzige, was irgendwie Sinn ergeben würde, meiner Meinung nach. Aber vorher würde ich einmal... Wo war das nochmal? Hier hingehen. Da, wo wir gerade rein sind, weil ich nämlich vergessen habe und es mir erst jetzt wieder einfällt. Ich würde gerne zu unserem anderen freundlichen Vampir gucken, ob wir noch ein viertes Buch ausleihen können. Weil das würde mir gefallen. Nein, können wir nicht. Aber er kennt neue Dinger. Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit. Okay. Okay. Den Machtband würde ich schon gern behalten. Packen wir mal den weg und machen den. Merkt man das? Oh ja, ich finde, das merkt man schon. Okay. Mal ausprobieren, zur Not können wir es ja wieder austauschen. So, dann, wo ist es? Wo ist es? Das müsste genau hier runter sein. Ich frag mich. Ja, nehmen wir das. Nehmen wir einfach das. Und schauen mal, ob ich recht habe mit meiner Annahme. Ich hoffe. Moin. Ernsthaft. Okay. So, dann moin. Okay, Eis scheint ganz gut zu sein. Weg damit. Au. Na, was soll das denn hier? So, ich mach das hier wieder. Oh, das sind jetzt mehr, ne? So, da haben wir das Blut. Und dann jetzt einmal Equipment. Nein, Scherben. Wie heißt es denn? Blutstrahl. Ich glaube, es hat geklappt. Okay, dann können wir jetzt wieder zurück auf das Begrüßungskomitee. Da ist es. Und wir aktivieren es auch gleich. Denn, okay, ich dachte, wir kriegen hier vielleicht schon ein Secret, aber nein. Secret, hallöchen. Kleiner Secret-Freund. Uns sind keine Secrets gegönnt. Na gut. Dann finde ich mich damit eben ab. Moin. Tschüss. Ja, Fledermaus, weg damit.
So, auch der weg. Fledermaus. Au, naja. Okay. Oh, hi. Au. Oh, hat geklappt. Was gibt's hier? Okay. Wo sind wir denn hier gerade? Ach, hier sind wir. Ach, das hatte ich doch voll nicht mehr im Kopf drin, dass wir dieses... Dass es da diese Möglichkeit hier noch gab. Oh, oh, den doch nicht. Waren nur die Laternen. Stimmt ja. Hier drüben. Genau, und hier gibt es diese komischen Fische. Ja, ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Mahagoni für uns. Bringt uns aber alles nichts. Wir können nicht schwimmen. Na gut. Dann können wir halt nicht schwimmen. Gehen wir halt ins Nichtschwimmerbecken. Ist mir auch egal. Okay. Dann gucken wir mal hier nach unten. So. Ah, ich glaube, das ist so ein Erzdämon. Ey, der lebt noch. Aber zumindest vergiftet er nicht. Das ist schon mal viel wert. Durchdringen. Okay. Die Waffe haben wir auch nicht. Oh, hoho. Speichern. Nehme ich sehr gerne an. Weg mit dir. Weg mit dir, habe ich gesagt. Noch so ein Vieh. So, wird hier durch die Gegend geprügelt. Ach, das kam von da oben. Okay, ach, von mir aus. Dann komm halt von da oben. Was ist das? Dieses komische Auge, was ist it? I don't know what it is. Was versteinert ein? Und es gibt eine Scherbe. Ah, damit kann ich leben. Auge des Detektivs macht unsichtbare Wände. Oh, das gefällt mir. Also die noch ultimativere Fähigkeit für Secrets. Krötenherz, lecker. Und Mana. Okay, keine Ahnung. Ich gehe mal hier lang. Auf die Fresse. Okay. Nein, böse. Du kannst mich mal. Ach, es kommt hier einmal rum. Los, greif es an. Es versteinert mich sonst. Ich bin versteinert. Okay, es bringt gar nichts. So, weg damit. Nein, aua. Mann. Gib das jetzt her. Der Mondauge. Nein. Ihr alten... Au. Ihr alten Krötenköpfe. Hey, Krötenkopf. Was kriegen wir jetzt? Wasserspringer. Okay. So. Okay. Vielleicht sollte ich langsam mal wieder ein bisschen mehr aufpassen, habe ich im Gefühl, dass das gar nicht mal so schlecht wäre. Und ich glaube, jetzt bekommen wir langsam die Fähigkeit zu schwimmen. Und wenn ich mir das so angucke, ich glaube, diese beiden Bereiche könnten möglicherweise miteinander in Verbindung stehen. Okay, gebratener Fisch. Stand da wirklich gebratener Fisch? Habe ich mich verlesen oder war da ein Rechtschreibfehler?
Die Sache ist, im deutschen Pack hiervon habe ich schon einige Rechtschreibfehler gesehen, denn deswegen ist beides nicht unmöglich. Sagen wir es mal so. Okay. Oh, interessant. Hi, Qualle. Vergiss es. Sogar Einhörner unter Wasser. Auch geil. Aha. Ja gut. Na, von mir aus. Vielleicht hätte ich doch da oben nochmal nach rechts gehen sollen. So. Tschüss, Einhorn. Ne, das war gar kein Einhorn. Das war so ein Wasserross. Tatsächlich soll das im Wasser sein. Interessant. Nein, vergiss es. Nicht mit mir. Ich kann nicht schwimmen. Oh, was machst du? Au. Also ohne das Begrüßungskomitee ist echt kacke hier unten. Hallo. Hey, was krieg ich hier? Den Axtwerfer, ne? Wurfaxt, yay. Pass weg. So, hier kommt jetzt das Auge nochmal rum. Ich benutze jetzt wieder den hier, den Blutbringer. Au. Bleib hier. Mann, oh Mann. Auge des Detektivs. Braucht man das überhaupt auf einer zweiten Stufe, wenn die erste Stufe schon die ganzen Sachen sichtbar macht? Ist eine legitime Frage, ne? Aua. Mann. Zum Glück muss ich jetzt eh nach oben. Aua, mal wieder. Freunde, es wird langsam knapp. Wird langsam ziemlich knapp. Bitte. So, weg damit. Speichern, Lebenspunkte vor allem auffüllen. Meine Fresse. Okay. Ich glaube, der Weg, den wir gerade für uns so ein bisschen aufgedröselt haben, der links nach unten hier so, ich glaube, das ist eher der Weg zurück. Da sind Ware. Die Viecher. Nee, danke. Kein Bock, versteinert zu werden. Absolut kein Bock darauf. Verzichte ich mal. Ausnahmsweise natürlich nur. Okay, okay, habe fest damit gerechnet, aber nein. Das nehme ich auch mit. Rosenring. Okay. Lalalalala. Jetzt sind wir mit einem Raum fast auf derselben Etage wie mit dem Weg, den wir gerade eben zurückgelegt haben. Na. Naja, dann halt nicht. Ist mir auch egal. War wahrscheinlich eh nichts. Und wenn doch, werde ich es nie erfahren. Ich wollte gerade sagen, warum komme ich da nicht durch? Aber man kommt da durch. Aua, natürlich. Ihr seid echt übel. Respekt, ihr seid richtig üble Zeitgenossen. Also das hier wird nicht mein Lieblingslevel sein. Das ist ganz schön nervig. Mit diesen Viechern, die überall alles dicht machen. Schaubelneid ist wieder da. Okay, links oder rechts? Ich gehe mal nach rechts. Vielleicht ist das rechts nur die Verbindung. Und vielleicht liegt das nur an mir, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass seitdem wir die schneller laufen Geschichte haben, dass wir seitdem auch... Oh, eine neue Scherbe kriegen. Was haben wir? Worte der Weisheit. Hm, naja, okay.
dass wir seitdem auch höher hüpfen können. Wie gesagt, habe ich nur ein Gefühl, muss nicht stimmen. Na komm. Na, von mir aus. Dann halt so. Mir ist egal, wie er stirbt, Hauptsache er stirbt. Und Mahagoni, das klingt gut. Klingt gut und sieht gut aus. Vielleicht ist das doch nicht die Verbindung? Doch, das ist die Verbindung. Das ist die Verbindung. Okay. Ja, genau. Hier kamen wir letztes Mal nicht durch, weil wir den Reflektorstrahl nicht hatten. So ist es nämlich. Ich frage mich, ob wenn man das noch gewusst hätte, ob man dann auch direkt hierher hätte kommen können, ohne den, ich nenne es jetzt mal, Umweg über die Vampiren zu machen. Ob das rein theoretisch eine Möglichkeit gewesen wäre. Das interessiert mich nämlich wirklich. Okay, wo gehen wir lang? Rechts oder links? Ich gehe mal nach rechts. Ich bin hier so auf halber Höhe. So. Sorry. Okay, da haben wir auch nur wieder ein Besserchen. Froschi. Mach's weg. Böses Froschi. Okay. Dass die immer so brüllen muss. Ja, und jetzt sind wir wieder hier auf der Seite. Da waren wir auch schon mal auf der anderen. Okay. Ist absolut akzeptabel. Absolut akzeptabel. Hauptsache, wir wissen Bescheid. Nee, hier kann man nichts kaputt machen. Wasser raus. So, alles tot. Schleimiges Leder. Lecker. Wollte ich schon immer mal haben. Okay. Das hätten wir. So, auf die Schnauze. Der Frosch kann weiterleben. Oh, Speicherraum. Okay. Nehmen wir. Gut, dann müssen wir jetzt wieder zurück und dann nach links. Aber ich glaube, wenn ich so auf die Uhr gucke, ja, wir müssen für heute eine Pause machen. Wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Und ja, vielleicht lernen wir dann in der nächsten Folge, wie man schwimmt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.